Oh, das ist schon ein paar Jahre her. Und ich habe ja damals mit dem Practitioner angefangen. Das muss so 2004 oder so gewesen sein. Ich glaube schon 10 Jahre her. Und dann habe ich ja schrittweise über die Jahre weitergemacht. Bis zum Master und zum Coach und habe weitere Seminare noch gemacht. Ja, da hat eigentlich alles gestimmt am Anfang. Das Team war super, die Leute, die da zusammengekommen sind, alle waren sehr motiviert. Es waren unterschiedlichste Berufsfelder dabei, Selbstständige, Angestellte, Kreative, Manager, Berater, Ärzte, Apotheker, an die ich mich jetzt erinnern kann. Die Methodik hat gestimmt natürlich. Das NLP gefällt mir sehr gut, weil es sehr strukturiert ist, weil es auch ganz gut in kleine Einheiten verpackt werden kann. Man kann es sehr schnell lernen, man kann immer wieder dazulernen. Und in der Akademie haben wir das ja auch so gemacht, dass wir eine Menge Freiheit hatten, um uns da selber zu verwirklichen und die Methoden auszubauen und unseren eigenen Stil zu entwickeln. Und das auch in unsere Praxis einzubringen. Das heißt, man hat sich immer wieder getroffen, konnte die eigenen Erlebnisse mit der Methode dann wieder reflektieren und im Team besprechen und verbessern. Und die Atmosphäre dort war natürlich auch schön, in dem Klostergarten, gerade so in der Abgeschiedenheit auch, aber auch in der Natur. Ja, da hat einfach eine Menge gestimmt. Es waren, am Anfang waren es natürlich die ganz persönlichen Erlebnisse. Wo ich nicht erwartet hätte, dass ich in meinem eigenen Leben so tief eindringe und so tief Dinge verstehe, die bei mir selbst passiert sind mit NLP. Und wo NLP mir auch geholfen hat, mich selber zu verändern, mein Leben zu verändern. Und später habe ich dann natürlich gemerkt, dass ich das auch in meinem Beruf einsetzen kann und auch anderen Menschen damit helfen kann und auch bei anderen Menschen etwas bewegen kann. Und dann hat es mir natürlich noch mehr Spaß gemacht. Was mir bei dir gefallen hat, ist die Kombination zwischen der theoretischen Substanz, die das bei dir hat, und dem Kreativen, der Freiheit, die du da reinbringst, wie du damit umgehst, wie du mit den Leuten umgehst, wie du es schaffst, immer wieder neue Ressourcen in einem zu wecken, auf neue Ideen zu kommen, und dich speziell auf jeden Teilnehmer oder auch auf jede Gruppe einzustellen. Und ja, in jeder Situation weißt du, was man machen kann, und das hilft natürlich enorm beim Trainer. Ja, das hat mir sehr viel geholfen, weil ich in meinen Projekten gerade auch als Berater mit Projekten zu tun habe, die Sanierungsfälle sind, wo die Kunden echt vor schwierigen Situationen stehen, nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen, wo aber auch die Mitarbeiter teilweise unter enormem Stress arbeiten, emotional sehr angespannt sind, wo unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen, gerade wenn es um viel Geld geht, und die Leute oft gar nicht mehr friedlich miteinander umgehen. Und da kann man natürlich, was man bei dir gelernt hat, super einsetzen, um mit den verschiedensten Menschen dort Kontakt aufzunehmen, zu kommunizieren, um die verschiedenen Stakeholder zusammenzubringen, die Interessen auszugleichen und wieder ein gemeinsames Ziel zu erzeugen mit den Menschen, sie wieder zu motivieren, positiv und ressourcenorientiert Aufgaben zu lösen und anzupacken und dann Projekte auch wieder erfolgreich zu Ende zu bringen. Danke dir für dieses Gespräch. Gerne. Und das ging ja flott. Oder? Ja.